Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Neko mit einer neuen Folge Monster Hunter World. Wir sammeln gerade Gourmetpilze als Delikatessenquest, da wir neue Gerichte bekommen sollen. Und das quasi jetzt unsere Aufgabe ist, die Gourmetpilze einzusammeln. Jetzt haben wir hier ein Schwein, die noch Brombeeren. Brombeeren haben wir voll. Ein Reizpilz. So, meine Objekte sind voll oder was? Okay, ich hätte mal vielleicht ein bisschen. Platz machen sollen. Haben wir hier verkohltes Fleisch, brauche ich nicht. Nehme ich doch lieber neue Pilze mit als verkohltes Fleisch, aber ich sollte mal ein bisschen in meine Truhe stecken, weil meine ganzen Objekte scheinen ja schon voll zu sein. Entlang. So, alle Items, die wir gefunden haben, werden uns jetzt auf der Karte markiert und ich habe gerade einen Pilz ausgewählt. Denn wir brauchen ja, wie eben erwähnt, die Gourmetpilze für die Quest. Geh mir doch aus dem Weg. Wenn ihr es nicht anders wollt, dann werde ich euch halt erledigen. Von Monstern erhältst du Materialien. Sie sind wichtig, um neue Ausrüstung herzustellen und das alte zu verwenden. Ja, deswegen erledigen wir die hier auch, weil wir da noch nicht alle Ausrüstung von haben. Und sie gerade der Meinung waren, uns wieso deshalb warum auch immer anzugreifen. Wir ihm nichts tun wollten. Wenn sie uns aber angreifen, erledigen wir sie, weil wir brauchen eh noch Fleisch und Panzerteile von ihnen. Weil Wassermoos, damit bin ich anscheinend voll. Und die Rüstung von den Kastoden haben wir auch noch nicht fertig. Skalp und Panzer. Noch ein Panzer. Und auch ein Skalp. Was ist das hier für eine Pflanze? Das möchte ich dann jetzt nicht mitnehmen. Weiter zum Pilz. Genau, der hier vorne eigentlich auftauchen sollte. Ja, war hier in der Höhle drin, ne? Sollte nicht mehr allzu weit sein. Da ist wieder ein Spinnweben. Das nehmen wir jetzt aber nicht mit. Honig hätte ich natürlich mitnehmen können, aber dafür drehe ich jetzt nicht nochmal extra um. Für euch gilt das Gleiche. Wenn ihr uns unbedingt angreifen müsst, dann erledigen wir euch eben. Haben
Scheinen aber schon Angst zu haben und abzuhauen. Alte Fußspuren vom großen Jakras. So, da. Was bekommen wir vom Jakras? Einmal eine Jakras-Lederhaut. Okay. Und wenn ich das nicht sehe, ist hier richtig im Gras versteckt, das ist ja Gras, weil ich dachte doch. Oh, eine scharfe Klaue. Ein Nempels. Lieber einen Lehmpilz als verkohltes Fleisch mit. Oh, es ist schneller, wenn wir hier runterrutschen. Hier drüben müsste gleich. Oh. Knochenhaufen können wir auch untersuchen. Knochen. Monsterknochen in Größe S erhalten. Hier vorne müsste gleich der Pilz sein. Oh, das war natürlich sehr clever. Ich muss hochklettern und nicht nach hinten springen. Ist es jetzt dunkel geworden gleich? Oder die Sonne geht auf jeden Fall unter. Ich weiß nicht, ob das irgendwas auch später was ändert. Hier ist der die einzigartige Pilzkolonie. Aber wir brauchen 20 Gourmetpilze. 15, 16, 4 fehlen noch. Das ist die Frage, wo wir die finden, ne? Der Karte waren das die einzigen Gourmetpilze, die ich markiert hatte. Darfst du runterspringen, so. Vielleicht, wenn wir nach hier oben weitergehen, dass hier noch ein Pilz auftaucht. Hier soll ein Kraut sein, aber wir haben ja schon 3 Kraut bei uns. Unsere Items sind auch voll, was nicht so dolle ist. Stein- und Lähmungsfrösche. Was haben wir hier? So, das ist der große Stein, den wir aufsammeln sollen. Das tun wir jetzt aber nicht. So, ich sollte vielleicht auch mal meine Waffe wieder schärfen, denn die ist ziemlich stumpf. Wenn uns jemand angreifen sollte, wären wir immens im Nachteil. Ach so, ich dachte, ich könnte die Blume hier einsammeln. Was erwartet uns hier? Hier bin ich noch nicht gewesen. Okay, du bist gut verborgen. Hoffentlich reicht das aus. Mal sagen, die sehen mich nicht, oder? Das ist deine Chance. Beeil dich, bevor man dich wieder bemerkt. So, die haben mich nicht gesehen. Okay, jetzt mal noch eine kleine Runde. Bestimmt abschießen.
Eine Streunuss. Du kannst die Streunuss als Schleudermunition verwenden und damit Monster überraschen. Das ist auch auf jeden Fall ein neues Item für uns gewesen. Ich brauche noch ein paar Gourmet-Pilze, die leider nicht auffindbar sind gerade. Ein Blumenbeet, etwas Neues für uns. Eine Leuchtblüte, okay, die ist neu. Und eine Sonnenblüte. Wieder ganz normal ein Kraut für uns. Wo kommt man denn hier hin? Da oben ist ja wirklich eine Sackgasse. Mag sich denn hier versteckt haben? Oder wer? Dieser Ort wirkt sicher. Eignet sich perfekt, um ein Lager aufzuschlagen. Ja, für ein Lager ist es natürlich auch gut. Ich weiß nicht, machen die das jetzt einfach so? Muss ich irgendwas machen? Ich denke mal nicht, dass ich irgendwas machen muss. Jetzt alleine als Lagerplatz auserkoren. Ist aber immer noch ein Gourmet-Pilz. Hey, der war doch ein Kraut. Ich darf direkt mitnehmen, wo ich mein eines so dusselig verplempert habe schon. So, also mit euch habe ich eigentlich kein Problem mehr. Ich denke mal, wenn ich ein paar von euch erledige, haut ihr eh ab. Und ich kann in Ruhe eure Items farmen. Die Frage, wo hier noch der letzte Gummipilz ist oder die letzten Gummipilze. Schleuderfackel. Streunuss. War kein Gummipilz weit und breit. Ein Blaupilz. Bitterkäfer. Wieder Kraut. Da sind noch einige Fragezeichen da unten. Hier ist wieder das Geschoss. Rotkern, das ist glaube ich zum Heilen hier die Blase. Da sind nochmal Pilze, aber nicht die, das ist ein Giftpilz. Lassen wir doch den Giftpilz zurück. Oh, hier ist noch ein Gummipilz. Super. Ich glaube, dann haben wir alle zusammen von den Gummipilzen. 18. Das ist hoffentlich 19 und 20. 19. Und da ist Nummer 20.
20 Sekunden kehren wir zur Basis zurück. Wir farmen nochmal die letzten Gourmetpilze, die hier auftauchen, damit sie auch in der Karte direkt wieder eingetragen sind. Quest erfüllt! Was haben wir denn? Rüstkugel, Blaupilz, Machaliterz und nochmal einen Blaupilz. Nehmen wir alles mit. Schnellwell, Monsterknochen, Lehmpilz, alter Knochen und Monsterknochen. Von unseren Schnurtruppler. Tina hat Bambussprossen als neue Zutat. Der Palico erreicht bald Stufe 5. Das sieht doch alles toll aus. Ein erfolgreich abgeschlossenes Quest. Und wir sind wieder um den allzeit beliebten Ladebildschirm. Und wir gleiten mit Leichtigkeit ins Lager zurück. Wir gehen auf die Jagd. Okay, dann legen wir uns mal richtig ins Zeug. Eine neue Quest. Die haben wir alle abgeschlossen. Optionale Quest, Untersuchungen. Okay, die haben wir noch nicht gemacht. Fanguntersuchung, Tötung. Die Event Quest, damit muss ich natürlich online sein. Wir kehren erstmal von der Expedition zurück. Natürlich mit unserem Supervogel, der uns direkt in den Ladebildschirm fliegt. Blecke, Beutezug abgeschlossen, neue Untersuchungsergebnisse verfügbar. So, ich werde an der Stelle jetzt erstmal speichern. Okay, unser Fortschritt wurde gespeichert. Und ich sag mal, wir sehen uns mal im nächsten Mal, ihr Lieben. Macht es gut, eure Nico.